Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchten wir euch mal unsere beiden Chinchillas vorstellen und euch ein bisschen über die Chinchilla-Haltung informieren. Viel Spaß! Fangen wir mal bei unserem älteren Chinchilla an. Das ist unser Zero. Zero ist jetzt ca. 5 Jahre alt. Er lebt seit einem Dreivierteljahr bei uns und wir haben ihn von Bekannten übernommen. Nummer 2 ist unser kleiner Nino. Nino ist jetzt ca. ein halbes bis dreiviertel Jahr alt. Wir haben ihn von einer ganz lieben Frau, die mit dem Veterinäramt zusammenarbeitet, denn Ninos Eltern wurden beschlagnahmt aus schlechter Haltung. Und da seine Eltern nicht kastriert waren, ist er halt entstanden. Er ist auch ein Inzuchttier, hat aber bisher keinerlei Einschränkungen dadurch. Er ist auf jeden Fall so ein bisschen der Chef unter den beiden und auch deutlich zutraulicher als Zero, da er mit der Hand aufgezogen wurde. Chinchillas stammen aus den Andenregionen Südamerikas und sind von Peru bis nach Chile und Argentinien verbreitet. Der Name Chinchilla stammt von den spanischen Eroberern, was er allerdings genau bedeutet, ist leider nicht bekannt. Chinchillas gehören zu den Nagetieren, und die nächsten Verwandten der Chinchillas sind Meerschweinchen und Degus. In Südamerika leben Chinchillas in Kolonien mit bis zu 100 Tieren. Diese Kolonien setzen sich wiederum aus kleineren Familiengruppen von 2 bis 6 Tieren zusammen. Chinchillas leben vor allem in Felsregionen in bis zu 4000 Metern Höhe und tagsüber verstecken sie sich in Felsspalten oder Höhlen. Der erste wichtige Punkt, den man bei einer Chinchilla-Haltung beachten sollte, ist, dass Chinchillas nachtaktive Tiere sind. Das heißt, sie schlafen tagsüber und nachts kann es mitunter auch mal ziemlich laut werden. Chinchillas können sehr, sehr alt werden. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei 10 bis 15 Jahren. Bei sehr guter Haltung und Pflege können Chinchillas auch bis zu 20 Jahre alt werden. Hier sollte man sich vor einer Anschaffung auf jeden Fall darüber im Klaren sein, ob man sich so lange um die Tiere kümmern kann und möchte. Weiterhin sind Chinchillas sehr gesellige Tiere. In der Natur leben sie meist in großen Rudeln zusammen. Und deshalb müssen sie auch als Haustiere mindestens zu zweit gehalten werden. Ganz gut klappt die Haltung von gleichgeschlechtlichen Tieren. Natürlich kann man auch ein Männchen und ein Weibchen zusammenhalten. Dafür sollte das Männchen aber unbedingt kastriert werden. Und eine Kastration bzw. Narkose allgemein gilt bei Chinchillas eher als risikoreich. Chinchillas klettern, springen und bewegen sich sehr, sehr gerne. Deswegen braucht man auch unbedingt einen großen Käfig oder im besten Fall kann man den Chinchillas auch ein komplettes Zimmer einrichten. Hierbei gilt, dass der Käfig mindestens 1,50 Meter hoch sein sollte. Höher ist natürlich immer besser. Und man sollte auf jeden Fall Zwischenetagen einbauen, um Abstürze aus großer Höhe zu vermeiden. Da man im Handel meist leider keine Käfige oder Gehege in der passenden Größe findet, bietet es sich an, diese ganz einfach selbst zu bauen. Wenn die Chinchillas abends wach werden,
dann sollte man ihnen auch Auslauf zur Verfügung stellen. Das heißt, dass man sie mindestens für 1 bis 2 Stunden in einen separaten Raum setzen sollte, wo sie dann rumrennen können und sich bewegen können. Hierfür sollten natürlich alle Gefahrenquellen, wie zum Beispiel Kabel, offene Steckdosen oder auch Giftpflanzen, abgesichert bzw. beseitigt werden. Auch die Tapete und wichtige Möbel sollte man lieber schützen, wenn man nicht möchte, dass sie komplett abgenagt werden. Weiterhin sollte man sich auch darüber im Klaren sein, dass Chinchillas keinesfalls in Außenhaltung gehalten werden dürfen, da die Klimabedingungen bei uns hier einfach ganz, ganz anders sind als in Südamerika, wo die Chinchillas ursprünglich herkommen. Wichtig ist es auch, die Chinchillas vor direkter Sonneneinstrahlung, Lärm und Zugluft zu schützen. Das kann man ganz einfach, indem man einen Käfig wählt, der zumindest 2 Seiten geschlossen ist. Für die tägliche Fellpflege brauchen Chinchillas unbedingt ein Sandbad. Das Sandbad hat 2 Aufgaben. Zum einen pflegt es eben das Fell und zum anderen dient es dem Stressabbau. Es ist sehr wichtig, dass das Sandbad den Tieren 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht, damit sie jederzeit ihr Fell und ihre Haut von Schmutz, Fett und Feuchtigkeit befreien können. Außerdem dürfen Chinchillas nicht nass werden. Aber falls es doch mal passiert, weil sie zum Beispiel in den Wassernapf gesprungen sind, ist es sehr wichtig, dass sie sofort ein Sandbad nehmen, um ihr Fell einfach von der Feuchtigkeit zu befreien, damit sie sich nicht erkälten. Das war's mit dem Video. Wenn ihr gerne einen zweiten Teil hättet, zum Beispiel mal zum Thema Ernährung von Chinchillas, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wir würden uns auch sehr freuen, wenn ihr uns ein kostenloses Abo und einen Daumen hoch für dieses Video dalasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video.